herzlich willkommen beim CVNRW. NRW. Ein Beratungssingen des Chorverbandes NRW. 8 Chöre sind ins Siegerland gekommen, um sich den kritischen Ohren und Augen von Claudia Rübenlauchs und Klaus Levermann zu stellen. Leistungsbereitschaft ja, Leistungsdruck nein. Die Berater hören genau hin, um Schwächen zu erkennen, wichtiger aber noch, um Stärken herauszuarbeiten und Potenziale auszuloten. Dabei werden die Chöre nicht etwa alle über einen Kamm geschoren. Also wenn ein Chor viele Konzerte macht, wenn er Freundschaftssingen macht, wenn er Ständchen singt, dann ist er sicherlich mit anderen Maßstäben zu messen als ein Chor, der zu Wettbewerben geht, der zu Meisterchorsingen geht. Und uns ist es sehr wichtig, den Chor in seiner Individualität zu erfahren und dann dementsprechend ihm Hilfe zu geben, unterschiedlich auf welchem Niveau. Beratungssingen sind wertvolle Standortbestimmungen für die teilnehmenden Chöre. Bei den individuellen Beratungen sind alle Sängerinnen und Sänger eingeladen, sich der Beurteilung erfahrener Berater zu stellen. Hier kann zwar niemand durchfallen oder wird gar an den Pranger gestellt, aber es wird auch nicht um den heißen Brei herumgeredet. So ein bisschen noch mehr Sprache üben. Einfach, weil das ist bisweilen einfach auch noch ein bisschen mau. Das würde für den Zuhörer, sage ich ganz einfach, entspannender wirken. Weil dieses Stück schon sehr, sehr, gerade ab der Fuge läuft es bis hinten sehr, sehr, sehr gerade durch. Und dann fände ich es auch angenehmer, so eine Entspannungsphase zu haben, um dann auch wieder dynamisch diesen Gas zu geben. Klang, Intonation, Rhythmik, Sprache und auch Präsentation. Beratungssingen sollen den Chören in allen Bereichen weiterhelfen. Im Vordergrund steht die Motivation, sich weiterzuentwickeln, ja, weiterentwickeln zu wollen. Und dabei kann die Beurteilung durch eine neutrale Instanz nur hilfreich sein. Und ich finde kollegiale Beratung immer sehr fruchtbar für Chorleiter und Chor natürlich auch. Also mir macht das wirklich Spaß. Es ist also sehr oft so, deswegen machen wir auch bei uns in den Chören, wenn wir Wettbewerbe machen, hole ich mir einen Kollegen zum Coaching. Das heißt, wenn der sagt, ihr müsst mal lächeln in dem Chor, dann lächeln die. Ich kann es 3-mal sagen, bevor die lächeln. Also ist das immer eine wesentliche Unterstützung auch meiner Arbeit, wenn ich von außen jemand habe, der das Gleiche sagt wie ich, vielleicht mit anderen Worten, aber es wird vom Chor wesentlich schneller angenommen. Niemand muss, aber alle dürfen sich einem Beratungssingen in ansprechender, aber ungezwungener Atmosphäre stellen. Denn eines steht über allem. Beratungssingen kennen nur Gewinner. Und besser singen macht mehr Spaß. Herzlich willkommen beim CVNRW.